Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr genießt alle eure Weihnachtsferien und habt schöne Feiertage. Komisches Wetter. Nochmal zu den Longsleeves. Wir haben euch ja gestern angeboten, euch alle oder jemanden von euch alle Longsleeves, die wir noch da haben, zu verkaufen. Ich habe echt keine Ahnung, wie viele das sind. Wir hätten gerne 25 Euro plus Versand, also 30 Euro, wir schicken das per DPD in einem großen Karton. Der erste, der mir eine Mail schreibt an info@fbnzclothing.com mit seiner Adresse und allem drum und dran, bekommt quasi den Zuschlag. Am besten natürlich per PayPal, dann können wir das morgen gleich rausschicken. Es sind neue, ungetragene Longsleeves, wir falten die noch schön morgen, verpacken die für euch und dann gehen die morgen raus. Das sind dann wahrscheinlich sogar Donnerstag, spätestens Freitag dann bei dir. Und weil ich hier gerade stehe, beantworte ich noch eine Frage, die gestern bei YouTube war. Welches Grafiktablet hast du zum Designen? Ich sag's nochmal, ich sag's jedes Video. Wir designen nicht, wir sind keine Designer. Wir machen nur Klamotten, wir machen Motive. Wir zeichnen auf diesem Grafiktablet, wir designen nicht. Ich persönlich habe ein Uchi M708. Das ist ein ganz billiges Tablet, hat glaube ich 50 Euro gekostet. Da gehört dieser Stift hier dazu. Das wird mit Micro-USB verbunden, das wird erkannt unter Windows und unter Mac. Hat hier noch Tasten zum Beispiel zum Zoomen, um den Pinsel größer, kleiner zu machen, um auf Radiergummi umzustellen. Dann hat es hier auch noch zwei Tasten, die man zuweisen kann, zum Beispiel als Rechtsklick oder um es zu halten, um dann auch zum Beispiel ein Radiergummi zu verwenden und lautes Zeug. Ja, der Phil hat glaube ich ein Wacom-Tablet und ja, und ich habe ein Uji. Ich packe euch den Link zu Amazon unten in die Beschreibung, dann könnt ihr es euch ja mal angucken. Es hat, glaube ich, als ich es im August oder so gekauft habe, glaube ich, so 50 Euro gekostet. Keine Ahnung. Link ist unten. Noch eine Frage, die Sir Harris gestellt hat. Habt ihr eigentlich vor, irgendwann auf Siebdruck umzusteigen, um die Qualität zu steigern? Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass Siebdruck eine bessere Qualität ist als der Druck, den wir verwenden. Flexdruck ist auch eine sehr gute Qualität, wenn man es richtig macht. Es sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ich denke, man kann die Qualitäten nicht vergleichen. Es gibt auch Sachen, die man gar nicht mit Flexdruck realisieren kann. Es gibt einfach Sachen, da lohnt sich Siebdruck gar nicht. Wenn ich nur ein Motiv habe oder nur einen Schriftzug, dann lasse ich das nicht mit Siebdruck machen, dann kann ich das mit Flexdruck ganz genauso machen. Und wenn man das richtig macht, dann hält das für immer. Für uns persönlich, es lohnt sich einfach nicht, unser Druckverfahren nochmal umzustellen, wenn wir selber drucken. Der nächste Schritt für uns wäre, drucken lassen und einfach massig produzieren lassen. Jetzt nochmal alles umzustellen, nachdem wir hier unsere ganzen Maschinen, Plotter und alles schon da haben, wäre einfach sinnlos und würde einfach zu viel Geld kosten. Außerdem lohnt es sich für uns auch nicht, Siebdruck zu verwenden, weil wir einfach viele verschiedene Motive haben. Wir haben jetzt aktuell im Shop so viele Sachen online, die einfach 8, 9 verschiedene Motive haben. Da jedes Mal ein Sieb zu belichten und jedes Mal die Farbe zu verwenden, macht einfach absolut keinen Sinn. Siebdruck lohnt sich, wenn man ein Motiv hat und das zum Beispiel auf einen schwarzen Sweater, auf einen schwarzen Hoodie und auf einen schwarzen Shirt haben will, dann kann man mit Siebdruck ultra viel machen. Möchtest du aber viele verschiedene Sachen machen, lohnt sich Siebdruck einfach nicht. Vor allem nicht, wenn du es selber machst. Willkommen zum Follow Me Around Part der heutigen Folge. Es ist fast 3 Uhr und ich habe wirklich noch nichts, also noch gar nichts, außer eine Banane heute gegessen und ich bin seit kurz vor 7 wach. Ihr fühlt meinen Magen. Sah wahrscheinlich ziemlich eklig aus, oder? Während mein Essen warm gemacht wird, habe ich mir gedacht, haue ich mal eine kleine App-Empfehlung an Android-Nutzer raus. Ihr wisst, ihr habt es letztens gesehen, ich zocke gerade immer Essen. Ja, ihr wisst, ich zocke gerade viel Emulatoren auf dem Handy, Android-Smartphone. Und da gibt es eine interessante App, die wirklich viele Emulatoren auf einmal beinhaltet und gleichzeitig auch die Spiele. Und die möchte ich euch kurz zeigen. Auf die bin ich letztens gestoßen, also es ist jetzt nichts Bezahltes oder so. Und zwar heißt die Happy Chick. So sieht die aus. Die gibt es nicht im Play Store, soviel ich weiß. Die müsst ihr euch auf deren Website runterladen, die APK. Und da geht man dann auf Games und dann gibt es hier Kategorie. Und dann zeigt es hier alle Emulatoren an, die drin sind. Ich zeige euch einfach mal ein paar kurz. Zum Beispiel Sega Dreamcast, Neo Geo, PlayStation 1, PlayStation Portable, also PSP. Natürlich Game Boy,
Color, Game Boy Advance, Nintendo DS auch, Nintendo 64, Super Nintendo, der normale Nintendo. Ja, das sind einfach mal nur so ein paar. Die Emulatoren sind dort gleich eingebaut. Ich glaube, ein paar müssen noch nachinstalliert werden, zum Beispiel der für Nintendo DS. Aber da leitet euch das dann auch direkt im Play Store. Und ihr könnt oben einfach ein Spiel eingeben und dann listet euch das direkt die Spiele auf und ihr könnt die downloaden, sind immer nur ein paar MB halt und auch direkt in der App starten. Also ich finde es wirklich super. Außerdem unterstützt es halt auch Controller, beziehungsweise ihr könnt die Controller direkt einstellen. Also falls ihr auf der Suche seid nach einem coolen Emulator für Handy, für Android, dann guckt euch das mal an. Ich finde, es ist einfacher, nur eine App zu installieren, als viele auf einmal. Ist jetzt natürlich wahrscheinlich nicht mega legal, wenn man ja eh die ROMs downloadet und so. Ja, ist eine coole Lösung und ich werde jetzt essen. Was mich die letzten Tage beschäftigt, ist Sommer. Sommerklamotten, FBNZ, Sommerkollektion. Ich habe irgendwie das Gefühl und ich bin der Meinung, ich kann keine Sommerklamotten machen. Ich habe keine Ahnung, was Menschen im Sommer anziehen. Und es reicht einfach nicht zu sagen, ja, wir machen halt Tanktops. Aber mit was drauf? Ich bin der Meinung, ein Shirt oder ein Tanktop sollte so simpel wie möglich sein. Das ist mir aber dann einfach zu einfach. Und dann denke ich mir, das kann doch jeder überall anders auch holen. Wieso sollte er das bei mir bestellen? Irgendwie kann ich nur Hoodies und nur Pullis machen und dass die cool aussehen. Mit meinen Shirt-Motiven, die ich mache, bin ich selten zufrieden. Außerdem habe ich auch überhaupt keine Ahnung, was 2016 im Sommer cool sein soll. Weil ich mich die letzten Monate überhaupt nicht für Mode, was wird cool sein, was werden die Leute tragen, interessiere. Natürlich werden wir demnächst die Crew-Hoodies in sämtlichen Farben als Shirt-Variante bringen, ganz günstig. Aber das ist mir nicht genug, einfach nur das, was ich im Herbst gemacht habe, jetzt im Sommer in kurz zu machen, fände ich irgendwie ein bisschen langweilig. Und so sitzen wir seit Tagen da und wissen einfach nicht, was wir im Sommer machen sollen. Und das frustriert so ein bisschen, weil man irgendwie, man hat einfach so das Gefühl, dass man alles, was man so die letzten Monate gemacht hat, wo man richtig stolz drauf war, wir sind unheimlich stolz auf Hollywood Kills, einfach nicht, dass man in dieses Sommerding einfach nicht genauso viel reinstecken kann, weil einem da irgendwie die Ideen fehlen. Ich hätte ultra viele Ideen für Hoodies und für Sweater, für Shirts und sommerliche Sachen einfach überhaupt nicht, weil ich auch einfach nicht der Sommertyp bin. Ich meine, ich hasse kurze Hosen. Dazu kommt die Angst bei mir, dass meine letztjährige Sommerkollektion beinahe FBNZ zerstört hätte, also meine Existenz dadurch quasi fast kaputt gegangen wäre, weil die einfach nicht gut ankam. Und ich da nicht so viel verkauft habe, dass es sich gelohnt hätte. So habe ich jetzt einfach ein bisschen Angst davor, mit der FBNZ Sommerkollektion wieder zu scheitern. Und habe wahrscheinlich deswegen auch Angst davor, mich daran zu setzen und was zu machen. Deswegen an mich die Frage, was denkt ihr, könnte diesen Sommer cool sein? Unterstützt mich doch mal ein bisschen, gebt mir ein paar Ideen, damit ich da im Juni was Cooles machen kann. Beziehungsweise damit wir im Juni was Cooles machen können. Ich will Sachen rausbringen, die schön sind, aber ich habe zurzeit keine Ideen und das kotzt mich richtig an. Das soll es dann aber für heute gewesen sein, Leute. Macht es auf jeden Fall gut. Schönen Abend noch. Ciao.